Jetzt, wo wir wissen, was Unsupervised Learning ist, wollen wir uns mal verschiedene Typen anschauen, wie das aussehen kann. Das erste hast du bereits gesehen, das Clustering. Hier ist die Idee, dass du ähnliche Datenpunkte zusammen gruppierst. Und die Annahme ist jetzt wie folgt: Ähnliche Datenpunkte liegen näher beieinander, unähnliche liegen auseinander. Erinnere dich an das Beispiel von eben. Wir hatten gesagt, wenn wir einfach Bilder von Obst. Clustern lassen, dann liegen ähnliche Bilder von zum Beispiel gelben langen Objekten zusammen, was Bananen sind, oder du hast auf der anderen Seite Melonen, die beieinander liegen. Dieses Spielbeispiel findet sich auch in der Industrie oft. Hier haben wir zum Beispiel im E-Commerce oft den Fall, dass Kunden entsprechend ihres Kaufverhaltens gruppiert werden. Kunden mit viel Kaufkraft in einer Gruppe, Kunden mit weniger Kaufkraft in einer Runde. Und das Ganze nennt man dann im Fachjargon ein Segment oder Personas. Und das ist sehr wichtig, um eine Analyse über den Kundenstamm zu kriegen. Formell lässt sich das über den sogenannten K-Means-Algorithmus lösen. Das ist einfach einer von verschiedenen Clustering-Algorithmen. Ich werde nicht genau darauf eingehen, was er macht, aber das ist genau die Idee, dass durch iterative Schritte diese Cluster entsprechend rausgebildet werden. Und das Witzige ist, wir brauchen gar kein Label. Um die Daten ordentlich zu gruppieren. Denn das haben wir beim Supervised Learning gebraucht. Das ist das Clustering. Typ 2 des Unsupervised Learning ist die Association. Hier geht es wieder darum, Korrelation zwischen Daten, die Beziehungen zwischen Daten zu ermitteln. Du kennst auch bestimmt die Meldung von Amazon, wenn da steht, andere Kunden haben auch gekauft. Wenn du irgendwie gerade einen Warenkorb auscheckst, dann steht es vielleicht unten, ob du vielleicht noch was hinzufügen willst. Das nennt sich die Basket Market Analysis. Hier geht es einfach darum, Produkte, die oft zusammen gekauft werden, rauszufiltern. Und das ist super wichtig für Empfehlungssysteme. Das hast du online, aber auch im analogen Supermarkt liegen Produkte oft zusammen, die oft gekauft werden, sodass, wenn du zu dem einen greifst, auch direkt zum anderen greifst. Rasierer und Rasierklingen sind ein ganz klassisches Beispiel, was auf der Hand liegt. Der dritte Typ des Unsupervised Learning ist die Dimensionality Reduction. Das ist ein bisschen sperrig zu erklären, aber die Idee ist relativ simpel. Oft ist es so, dass die Datenpunkte viel zu viele Features haben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel die Immobilienpreise herausarbeiten willst und ein Modell entwickeln willst, was diese Preise entsprechend vorhersagen kann, dann kann es sein, dass dein Datensatz viel zu viele Eigenschaften einer Immobilie hat. Zum Beispiel stell dir vor, da steht. Die, ähm, das Geburtsdatum des Eigentümers in den Daten drin. Das hilft dir absolut nicht weiter, den Preis vorherzusagen. Das heißt, solche Features raus damit. Die brauchen wir nicht. Die stören nur beim Training. Die machen das Ganze nur viel zu komplex. Aber die Frage ist, welche Features brauchen wir und welche nicht. Gute Nachricht, dafür gibt es Algorithmen, die das für dich rausfinden können. Wenn du zu viele Features hast, dann nennt man das auch den Curse of Dimensionality. Ein bisschen pathetisch der Fluch der Dimensionalität und da gibt es zwei Wege, wie du das Ganze lösen kannst. Das eine ist die Feature Selection. Hier nutzt du Algorithmen, die manuell Feature rausselektieren, die entsprechend relevant sind. Du kannst zum Beispiel sagen, gib mir die zehn relevantesten Feature und dann wirftest du den Rest einfach weg und du hast das Ganze ganz gut eingedampft. Und der zweite Weg ist die Feature Extraction. Bisschen kompliziert zu erklären, aber die Idee bleibt dieselbe. Wir wollen die Features reduzieren, aber hier selektieren wir nicht einzelne Features raus, sondern wir transformieren die vorhandenen Features, kombinieren die und transformieren die irgendwie weiter zu einer niedrigdimensionalisierten Feature Set, sodass wir am Ende viel weniger Trainingsdaten haben, um das Ganze dann zu trainieren. Denn das macht das Training des Modells schneller und steigert auch die Performance der Modelle.